Und heute geht es mit der Extra-Folge jetzt weiter. Wer den ersten Teil noch nicht gesehen haben sollte, sollte sich das auf jeden Fall nochmal angucken. Und wer noch nicht abonniert hat, sollte das jetzt auf jeden Fall mal tun, weil es ganz wichtig ist für mich zu sehen, ob das sich weiter lohnt, überhaupt so Videos zu machen. Und wenn ihr das möchtet, dass ich weiter Videos mache, dann abonniert mich. Ich sehe immer, dass 80% mich gucken, ohne abonniert zu haben. Das möchte ich auf jeden Fall gern geändert haben. Also, noch eine schöne Woche wünsche ich euch und ja, wir sehen uns Sonntag wieder. Köfte zubereiten. Ich will wissen, wie es weiter geht und doch bin ich ganz bei dir. Probieren, probieren. Wir verlieren Raum und Zeit, ja. Wenn wir uns in uns selbst verlieren, es zählt nur jetzt und hier. Denn ich bin jetzt bei Nicht dir. Weil schlecht. nichts mehr zu Mir fehlt noch ein bisschen Salz verlieren. und noch ein bisschen Süße. Ich lass los und Aber das ansonsten ist Buch, er weil gut. du mir zeigst, wie das geht. Jetzt Also und ich mag ihn schon ziemlich. hier mit Also dir ich finde ihn schon ziemlich gut gelungen. Hier, man sieht es auch. Aber ich mache noch ein bisschen Salz dran und dann noch mal ein bisschen von dem. Und so finde ich auch ganz lecker. Salat selbst hergestellt habe. Das erste Mal in meinem Leben. Ich habe zwar schon mal Couscous gemacht, aber noch nicht drüber. Das ist das erste Mal gewesen. Ich bin auch richtig erfreut darüber, dass das so gut geklappt hat. Jetzt mache ich noch schnell ein paar Köfte. Und dann Da ich eben gerade das alles gehackt habe und mir das jetzt einfach zu lange dauert, nehme ich jetzt einfach meine Küchenhilfe, die ich großartigerweise hier einfach eine Zwiebel reingetan habe und einfach, also man sollte das reiben. Und wir machen das jetzt einfach in dieser Konsistenz, wo es gerieben ist. Und das mache ich ohne Mühe, ohne dass ich jetzt viel arbeiten muss. Ich freue mich. Ich habe jetzt vier ungefähr, wie heißt das nochmal, Semmelbrösel mit ungefähr ein bisschen Sprudelwasser aufgelöst. Und jetzt habe ich hier Salz, Pfeffer und Paprika schon mal reingetan. Jetzt kommt gleich noch Kreuzkümmel da rein und Chili. Das mache ich. So. Jetzt kommt ungefähr hier ein halber Teelöffel Kreuzkümmel. So ein schöner Kaffeelöffel. Das ist ungefähr die gleiche Größe. So. Und da machen wir jetzt so einen halben Teelöffel. Seht ihr? Den mache ich einfach so daran.
So. Jetzt kommt noch das hier mit dazu, also ein bisschen Chili für die Schärfe. So. Und als nächstes kommt noch etwas Backpulver hinzu. So. Das zusammen mit dem, was ich jetzt hier habe. Also mit dem, was ich jetzt hier gehackt habe. Das tue ich jetzt hier rein. Ich finde das super praktisch, dieses Gerät, weil ich hasse es, Zwiebeln zu schneiden, zu schnibbeln. Und so habe ich eine, ja, quasi fast schon Pampe. Das kommt hier auch noch mit rein. Und dann kommt da noch ein Ei ran. Und dann haben wir es. Dann habe ich alles zusammen. Und ja, dann fehlt jetzt nur noch das Ei zum Binden. Ach ja, die Petersilie. Haha. Ich das jetzt hier auch rein. Gehackt. Und zerteilt. So. So tun wir das hier rein. So. So. Nein. Und jetzt wird das alles zermatscht. Und zwar mit den Händen. Ich habe mir sagen lassen, dass das einfach besser gewährleistet, dass man wirklich überall durchkommt, dass man es alles mitkriegt. Und für den Geschmack braucht man wohl die Hand. Ich weiß es nicht. Ich werde es einfach nur nachmachen, weil ich fand das Rezept einfach super. Ich finde Köfte super spannend. Ich mag das. Ich finde das lecker. Mir macht das große Freude, wenn ich das woanders esse. So, die großen Teigstücke nehme ich mal raus. Große Zwiebelstücke. So, vielleicht habe ich es aber auch. Wie ihr seht, musste ich es noch mal ein bisschen weiter durcharbeiten und einige Zwiebeln waren immer noch nicht ganz durch. Aber ja, so weit, so gut. Dann hatte ich Angst, dass es zu wenig gewürzt war und habe einfach noch mal alles nachgewürzt und es noch mal einmal durchgegangen. Wie man sieht, war ich dann doch noch ein bisschen länger beschäftigt damit. Und ja, ich würde sagen, wir treffen uns beim Ausbraten. So, ich habe die jetzt geformt, während es geformt kommt ein Bild. Ich habe die jetzt so geformt, dass die halt klein sind. Die gehen schnell da durch. Und ja, gehen die jetzt schnell um. Wenn die von beiden Seiten so schön angerüstet sind. Aber sie essen. So sieht es dann fertig aus. Ich wollte nicht mehr. Guten Appetit.